Du wolltest etwas sagen. Sag doch mal. Das Problem ist, du bist so weit weg. Ich dachte, ich kriege mal eine Frage. Du merkst schon, das ist ein spontanes Interview. Das heißt, frag dich doch mal bitte das, was du immer schon mal gefragt werden wolltest, so als Profimusiker. Du Scheiße. Siehst du? Jetzt kommst du. Ja, eigentlich war das ja so. Wir haben ja Ecki, das ist Ecki mit dem weißen Hemd. Seit einem Jahr bei Antenne, und als Ecki mich das erste Mal traf, hat er mich gefragt, wieso stehen hier so viele Instrumente rum? Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen hier so ein bisschen Musik. Und dann meinte er, ich auch, wir machen eine Band. Und nach einer Minute haben unsere beiden Augen geglänzt. Und das war eigentlich nämlich die Geburtsstunde von den Radio Boys. Genau, weil dann hieß es natürlich, okay, jetzt haben wir Gitarre, Bass, Schlagzeug
wollen wir sehen. Ja, und dann Steffen gefragt und total gut. Und wie kommt das Girl dazu? Wurde das gezwungen? Ja, oder? Warte. Ich weil wir alle das Radiogesicht haben und Anna ist da die Ausnahme. Deswegen, wir mussten einfach optisch auch das Ding ein bisschen aufpeppen. Wenn das der einzige Grund ist. Nee, ich war bei der. Oh, danke, Ecki. Nein, bei der Weihnachtsfeier war ich tatsächlich noch nicht dabei. Das kam dann erst später, als die Radio Boys entschlossen hatten, tatsächlich weiterzumachen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich Bock habe, da auch mitzusingen. Hatte ich. Habe ich immer noch. Die Geschichte ist aber, dass Anna auf der Weihnachtsfeier zwar nicht bei den Radio Boys mitgesungen hat, aber dass Hagen am Flügel saß, der da stand, und Anna gesungen hat. Und das war so geil, dass wir gesagt haben, also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe zu dir gesagt, du musst in die Band, ne? Du bist in der Band. Ich bin in der Band. Ne, das kennt man. Heute Abend ja auch wieder und so. Nein, also und dann kam das so, ne? Kam das so und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir ein paar Songs für Anna bekommen, die sie gut singen kann, die sie mag und so. Und dann kam das. Und also das erweitert ja das Repertoire auch unwahrscheinlich, ist das schön. Wenn eine Frau dabei hat. Das Erweitern des Repertoires ist sowieso ein gutes Ding dann.